Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ich bin immer noch auf der Flucht und ich rede jetzt mit diesem Argonia. Bleibt jetzt nicht stehen, geht weiter. Es sind noch mehr Wachen auf dem Weg. Was macht ihr denn hier draußen? Wie ihr flüchte ich von diesem Ort. Aber weil ich schon eine ganze Weile hier bin, hat mich die Große gebeten, neueren Gefangenen dabei zu helfen, sich zurechtzufinden. Die, die man fängt, werden gehäutet. Traurigerweise beendet das ihr Leiden nicht. Seelenberaubte können nicht sterben. Die Große? Seelenberaubte? Was redest du da? Wer ist die Große? Die Halbriesin Lyris, Titanenkind. Sie führt diesen Aufstand an. Ich weiß nicht, warum sie hier ist, aber für die Seelenberaubten ist sie ein Geschenk der Göttlichen. Kannst du mir erklären, was Seelenberaubte überhaupt sind? Wir sind die Überbleibsel all jener, deren Seelen geraubt wurden. Vom Gott der Intrigen. Ich wage es nicht, an diesem Ort seinen wahren Namen auszusprechen. Die Seelenberaubten sind in Kalthafen auf ewig zur Sklaverei verdammt. Oder zumindest so lange, wie wir noch von Nutzen sind. Sehen alle so aus wie wir? Oder wie ihr? Je länger wir hier bleiben, desto weniger bleiben wir ganz. Unsere Körper siechen dahin, unsere Haut verdorrt. Und irgendwann wird unser Geist immer verdrehter und wir verlieren jeden Bezug zur Realität. Die ältesten Seelenberaubten sind vollkommen wahnsinnig. Wir nennen sie die Wilden. Wenn ihr sie die Wilden nennt, dann sind die doch bestimmt gefährlich, oder? Oh ja, die niederen Daedra fürchten sie sogar. Die Wilden fürchten weder Schmerz noch Tod, weil das alles ist, was sie noch kennen. Das und den ewigen Hunger. Sie greifen alles an, was ihnen in die Klauen gerät. Und sie fressen sich sogar gegenseitig. Aber warum... Warum sehe ich nicht so aus wie der Rest von euch? Das werdet ihr schon noch. Ihr seid ein Neuankömmling, ja? Die Neuankömmlinge haben noch mehr freien Willen und mehr Kampfgeist. Aber das bleibt nicht so. Das tut es nie. Im Lauf der Zeit, nach ungezählten Jahren vielleicht, werdet ihr auch wild werden. Es ist das Schicksal, das uns alle irgendwann erwartet. Gibt es sonst noch irgendetwas, das du mir sagen kannst, was mir hilft, hier rauszukommen? Noch viel mehr, aber es bleibt keine Zeit. Ihr müsst in Bewegung bleiben, wenn ihr überleben wollt. Geht jetzt sofort. Ich wünsche dir viel, viel Glück. Ich hoffe, du kommst hier lebend raus, mein Freund. Ja, das hat sich nicht sehr erfreulich angehört. Das heißt, die sind unsterblich, ihrer Seele beraubt. Verdammt dazu, auf ewig in der Sklaverei zu dienen. Zu leben will ich gar nicht erst sagen. Ein Feind. Tötet ihn. Ja, sei. Ja, ey. Scheiß. Ja, komm her. Ei, ei. Komm her, stirb, du Skelett. Ei. So. Nicht langsamer werden, Entseelter. Mit der Zeit wird jede nicht getroffene Entscheidung eine Entscheidung. Ja, ich durchsuche hier nur kurz die toten Leute noch. Ah, das war anstrengender Kampf gegen das Skelett. Ja, ziemlich schwer down zu kriegen für sonst. Finde ich. Würmer und wieder was zum Essen. Ah ne, doch noch kurz Köder. Hier, Schmieden. Das stinkt das hier. Was ist das? Die Überreste der Verbannten bzw. der Seelenberaubten. Ich beraube den Seelen für ein verdorbenes Fell und deswegen ist alles verdorben. Und wir gehen weiter in die blutende Schmiede.
Blutenschmiede ist immer ein sehr geiler Name. Tötet ihn schnell. Uiuiui. Uiuiui. Hau ab, Alter. Los. Ah. Oh, hallo. Geht es euch gut? Ich habe Kopfgeräusche gehört. Hallo? Ich höre Stimmen. Wir fahren sie nicht. Nein, das drückt die Atmosphäre. Lyris. Lyris Titanenkind. Du bist also Riese? Also, ein Riese habe ich mir ehrlich gesagt größer vorgestellt. Ihr habt mehr Fleisch an den Knochen als die meisten armen Schweine hier. Und wie ich sehe, habt ihr euch auch schon bewaffnet. Gut. Hoffentlich steckt noch etwas Kampfesmut in euch. Ihr werdet ihn brauchen. Ich habe immer Kampfesmut. Denn ich bin ein Nord. Aus dem Norden. Aber wer seid ihr? Eine Mitgefangene. Ich heiße Lyris. Lyris, Titanenkind? Mir wurde gesagt, ich soll nach euch suchen. Was? Wer hat euch gesagt, dass ihr mich suchen sollt? Das war so ein komischer... Hat ein bisschen gerochen, also nach, ich will nicht sagen, er war ein bisschen fahl im Gesicht. Aber es war eine seltsame Gestalt, die in meine Zelle erschienen ist. Ein alter Mann in Lumpen? Sagt euch das was? Der Prophet. Er hat zu euch gesprochen? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, er hätte ganz gerne Kartoffelbrei zum Armbrot. Was? Nein, er sagte, unsere Schicksale wären miteinander verwoben. Ha! Das klingt in der Tat nach dem Propheten. Er wird auch hier gefangen gehalten. Es war sehr gefährlich für ihn, mit euch zu sprechen, auch wenn es nur ein kurzer Augenblick gewesen ist. Er muss wohl glauben, dass ihr mir helfen könnt. Ich höre seine Stimme immer noch in meinem Kopf. Wobei soll ich euch denn helfen? Natürlich dabei, ihn hier rauszuholen. Glaubt mir, ich kann jede Hilfe brauchen, die ich kriegen kann. Dieser blinde Alte ist die einzige lebende Person, die uns helfen kann, nach Hause zu kommen. Von hier ist es ein weiter Weg nach Tamriel. Na gut, ich werde euch helfen. So, wir müssen die Türme der Augen erreichen. Ach du Kacke. Folgt ihr uns jetzt? Ja, wir haben Gefährten. Cool. Falls ihr euch wundert, warum wir immer noch alleine sind, weil ich das hier keine... Oh, hey, ich muss mich daran an den Doppelklicks noch gewöhnen, dass wir alleine sind hier. Das liegt daran, dass das immer noch die Anfangsinstanz ist. Oh, Ladebildschirm. Der wehklagende Killer. Es gibt Quests, bei denen ihr Fähigkeitspunkte irgendwas macht. Sprecht mit Lyris. Kommt, die Wächter sind auf den Spitzen dieser Türme. Wir müssen einen Weg nach oben finden. Aber was genau sind denn diese Wächter, hm? Magische Konstrukte, die Molag Bal erschaffen hat, um seinen Blick in Kalthafen lenken zu können. Die Wächter sind untereinander verbunden. Wenn wir einen vernichten, werden die anderen geblendet. Mit etwas Glück erkaufen wir uns so genug Zeit, um den Propheten zu befreien. Was mich ganz brennend interessiert. Wie können wir denn einen vernichten? Ich habe keine Ahnung. Rohe Gewalt? Wir werden schon einen Weg finden. Das müssen wir. Macht euch auf alles gefasst. Ich bezweifle, dass Molag Bal die Wächter unbewacht gelassen hat. Na dann, auf geht's. Huah! Zu den Waffen, meine Freunde. Drückt M, um die Karte zu öffnen. Aber wir müssen zwei Wächter. Gibt's so eine Minimap? Da kann ich zoomen. R ist die aktuelle Position. Und F ist Ziel setzen. Ich setze da mal ein Ziel hin. Jetzt müsste ich auf dem meinen Kompass da oben ein Ziel haben. Das sind Feinde. Die werden mir so ein bisschen rötlich angezeigt, oder? Eine verwildete Beraubte. Ei, hat mich getroffen, die Sack. Ei, ah, die ist schnell. Ein Gold. Warum haben die hier unten noch Gold dabei? Regeneriert sich mein Leben eigentlich von alleine? Wie kann ich die Lebensanzeige denn jetzt... Ich würde die ganz gerne dauerhaft sehen. Ich muss mich mal gucken in den Einstellungen. Weil, wer bist du denn? Hallo? Komm, ich wedel dir mal ein bisschen Luft zu. Ist ein bisschen stickig hier unten.
Hallo. Pum, pum, pum. Kann man nicht, also dahin, ich... Da ist ein Feind. Oh, heftig. Kann ich den looten? Loot, 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 loot. Das sind, die sehen ja echt eklig aus. Da ist noch so ein Vieh, ein Flammenast-Atronarch. Da renne ich jetzt aber noch nicht hin. Ich renne jetzt in die andere Richtung. Ich muss da mein Ausdauer ein bisschen drauf achten. So, eine für... Ach, da. Uah. Rang 3 mit bei Einhand mit Schild erreicht. Yeah. Ich würde aber auf Zweihandwaffen gehen. Das war bei Skyrim auch mein Charakter. Zweihand. Schöne Zweihand-Axt. So, das ist der Wächter. Zwei Horn. So, komm nur du her, du hier. Ach ne, ist das ein Kumpel? F zum Integrieren. Freund hinzufügen. Gruppe einladen. Ach, ist das ein Spieler? Ach, das ist ein Spieler! Oder nicht? Hä? Zwei Horn. Scheinbar ist das ein Spieler. Glaube ich zumindest. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Da, Dark Core? Der hat hier so ein Vieh schon? Ich kann natürlich meine Nachrichten, weil ich habe so einen Vorbesteller, so ein Ding, so einen Vorbesteller-Bonus bekommen bei Amazon. So, ich muss aber jetzt doch da muss ich hin. So, wo ist meine Freundin jetzt hier, die... Da, die Lyra. Hier, komm, ich helfe dir mal. Ach du Scheiße. So ein bisschen regeneriert sich mein Leben. Ich gehe mal hier oben lang. Das sieht sowas von geil aus, die Grafik hier. Heftig. Ich habe mir auch schon rausgesucht, was für ein Beruf ich werden möchte. Warte ich dann aber dann erst dann, wenn es soweit ist. Ich habe mich so ein bisschen vorher informiert. Ich spiele übrigens auf den europäischen Mega-Server, falls ihr mal auch Bock habt, mit mir zu spielen. Da ist ein Vieh. Ah ne, ist ein Begleiter. Ich hätte ihn fast getötet. So, da ist noch, da ist so ein mächtiger... Zerstören. Schnell, während er geblendet ist, müssen wir zur Zelle des Propheten. Ja, ich zerstöre auch immer magische Dinge immer mit der bloß, dass ich da meine Hand reinhalte. Ist da gerade so ein... Der Gott der Gewalt weiß von eurer Flucht. Eilt euch! So. Loot. Ein Gold. Das werden wir noch brauchen. Ich habe das immer noch nicht verstanden mit den Schnellleisten. Das muss ich mir dann noch irgendwie durchlesen, dann. So, wo muss ich jetzt hin? Der ist... Da ist alles Zauberer hier. Ich muss nach links. Aber wir könnten hier so ein Flammenaristokrach oder so ein Flammenvieh. Stirb! Ein Gold nur. Kann ich jetzt eigentlich im Inventar Dings, ich habe hier... Aha. E-Schnellzugriff hinzufügen. Ach so. So, dann muss ich... Ah, einen Moment. Vielleicht habe ich's.
Ah, so ist das. Mit Q halten. Aber das ist nicht wirklich Schnellzugriff. So, ich habe Charakter. Kann ich da jetzt... Eure Attribute. Verteilt verfügbare Attributpunkte, um eure Effektivität im Kampf zu erhöhen. Leben erhöht eure Überlebensfähigkeit. Magika erhöht eure Effektivität mit Zaubern. Und Ausdauer erhöht die Effektivität mit Waffen und Rüstungsfähigkeiten. Und ich werde angegriffen. So ein Scheißvieh hier. Hau ab! Ah, immer in die Fresse. Bams, bam. Oh, ich bin fast tot. So, das mache ich, wenn wir hier raus sind. Denn ich muss jetzt... ich kann nicht umlaufen. Ich hab's... 1, 2, 3, 4 und R. Kann ich so ein Schnellleister auf ein R bringen? Das wäre ganz, ganz nice. Zwei Horn, zwei Bilbo. Habe ich gerade Bilbo gelesen? Aua! Ach, da ist so ein Vieh, was mich hier schon angreift hier. So, dann greifen wir dies jetzt an. Uah! Beißer! Stirb, du Flammenvieh. Wenn man später sowas beschwören kann, ist das nämlich auch ziemlich cool, wie ich finde. Ich glaube, ich mache mir doch nochmal einen Zauberer. Ich muss. Stirb. Ein Gold. Juhu, ein Gold. Wir müssen jetzt aber in dahin. Ah ne, das ist meine. Ah, das ist meine Zielmarkierung. Wir müssen jetzt dorthin. Ne, das bin ich. Ne, das bin ich gar nicht. Da bin ich. So. Das ist meine neue Zielmarkierung. Und es wird zunehmend ruhiger. Das ist keine gute Sache. Der Unterbau. Können wir nicht öffnen. Dann müssen wir woanders lang. Ach, die 2 davor heißt bestimmt Level. Dann renne ich jetzt hier lang. Muss ich da hoch? Gibt es hier so eine... Da habe ich gerade was gesehen. Muss hier bestimmt hoch, oder? Ist das so eine Art Leitertreppe? Ah, Treppe. Herr Marmoras lockere Zunge. Die Tür wird bewacht. So kommen wir nie hinein. Das ist auch ein Spieler. Ja, was heißt das jetzt? Sprecht mit Lyris. Verdammt! Die Vernichtung des Wächters muss diese Schutzzauber ausgelöst haben. Wir müssen uns einen anderen Weg nach drinnen suchen. Vielleicht kann Catwell uns helfen. Wer ist denn Catwell? Hm? Ist das dein Freund? Catwell ist der älteste der Seelenberaubten. Nach Jahren der Qual verlieren Seelenberaubte meistens den Verstand und werden wild. Aber Catwell hat dieses Schicksal nicht ereilt. Er war schon nicht mehr bei Verstand, bevor er Tamriel verließ. Verrückter als eine Kiste voller Frösche, aber völlig harmlos. Ihr werdet sehen. Wie, bitteschön, soll ein Verrückter uns denn irgendwo helfen können? Oder auch irgendwie, ist mir egal. Catwell sieht die Dinge so, wie er sich wünscht, dass sie wären. Für ihn ist Kalthafen ein Ort der Wunder. Es ist seine Heimat. Und er kennt sie wie seine Westentasche. Meistens ist er unten am Fluss. Gehen wir los und suchen ihn. Okay, dann lasst uns diesen Catwell suchen. Aber erst in der nächsten Folge.